Willkommen zu Star Ocean The Last Hope. Im letzten Part haben wir uns mit den Nebenmissionen beschäftigt. Und ich habe versprochen, dass wir in diesem Part unsere Reise antreten werden. So, wo bin ich? Da, okay. Das heißt, wir nehmen unsere Pflicht als Captain wahr und ja, reißen los. Das ist mein Schiff. Und ich bin richtig gelaufen. Sehr gut. Es gibt anscheinend einen möglicherweise bewohnbaren Planeten in Warp-Entfernung. Sollen wir ihn vielleicht anfliegen? Ja, machen wir das. Main engine ports connected. Well, how does the captain's chair feel? So, this is how Crow sees the world. Edge? Being a captain means you have to take responsibility for an entire ship, an entire crew. It's a heavy responsibility. Crow bears this burden every day of his life. Buck up, Edge. Look, you're one step closer to Crow now, right? Yeah, I guess so. Besides, we three comprise the entire crew of the Kalmus. Now that you mention it, I guess we do. So listen, don't let this get to you. Just be yourself, okay? Thanks, Raimi. One day, I'll be able to bear this responsibility properly. I swear it. Star Ocean, here we come! Captain, launch preparations complete. Likewise, ready to depart. All right! Kalnis, engage! Yes, sir! Ach Edge, übrigens, während der Reise durch den Warp-Raum befindet. Was? Ah, bald kann sich wieder. Ach Edge, übrigens, während der Reise durch den Warp-Raum befindet sich das Schiff auf Autopilot. Ruh dich also so viel aus, wie du willst. Okay. Aber reden wir mal. Es kommt eine Nachricht rein, Edge. Oh, habe ich das schon erwähnt? Die Kanus wurde mit einem eldarianischen Schwerkraft-Bypass-Kommunikationssystem ausgerüstet. Mit anderen Worten, wir können das System auch mitten im Warp verwenden. Allerdings mit kurzer Verzögerung. Aber hören wir uns die Nachricht an. Ja. Okay. Nochmal derselbe Text. Edge, eingehende Nachricht von der Mondbasis. Können wir nicht einfach sagen, der Captain sei momentan nicht im Dienst? Wahrscheinlich nicht. Also gut, dann her damit. Verstanden. Viel Glück. Sie sind also der neue Captain der Kalnus, was? Captain Edge Maverick, Sir. Ich wurde von Commander Crafton, Befehlshaber der Erkundungsbasis, ernannt. Ich erinnere mich nicht, nach Ihren Namen gefragt zu haben. Man sagte mir, Sie seien ein fähiger Mann, aber auf mich wirken Sie wie ein Grünschnabel. Also wirklich. Erst davon ist der Captain der Aquila und nun sie. Will man mir weismachen, die SRF hätte niemand besseren für diesen Posten gehabt? Ich mag jung sein, Sir, aber ich versichere Ihnen, dass ich meinen Pflichten mit größter Sorgfalt nachkomme. Sie kapieren es nicht, oder? Was wir wollen, sind konkrete Ergebnisse, Junge. Erfolgreiche Weltraumerkundung.
Wie sie zu diesen Ergebnissen gelangen, ist mir Schnuppe. Es interessiert mich nicht, ob es mühselig ist. Ohne Ergebnisse sind sie wertlos. Jawohl, Sir, ich verstehe. Tun Sie das wirklich? Ich bin erstaunt, dass Sie das behaupten. Nach der Reihe von Misserfolgen auf Ihrer allerersten Mission. Deputy Director, bei allem Respekt. Halten Sie sich daraus, First Officer Sayoni. Das geht Sie nichts an. Entschuldigung, Captain. Ihr First Officer, ein schmächtiges Mädchen? Was soll das sein? Ein Kindergarten? Wir nehmen unseren Auftrag sehr ernst, Sir. Unsere Zukunft hängt vom Erfolg dieser Mission ab. Nicht nur unsere persönliche Zukunft, wir tragen die Verantwortung für die Zukunft aller Menschen der Erde. Nun, schön reden können Sie zumindest. Unternehmen Sie aber nichts, was mich schlecht dastehen lässt. Verstanden? Puh, diese offiziellen Unterhaltungen machen mich ganz nervös. War das dein Vorgesetzter? Was für ein, Scheißer? Nur zu, sprich es ruhig aus. Viele in der USTA denken genauso. Ich verstehe. Du hast dich überhaupt nicht provozieren lassen, Edge. Unglaublich, wie rückt du geblieben bist. Nun, wir haben immer noch keine Ergebnisse vorzulassen. Da hat er recht. Was meinst du, was passiert wäre, wenn die Eldarianer uns nicht zu Hilfe gekommen wären? Ich bin überzeugt, ihr hättet euer Bestes gegeben. Klar, das hätte aber nicht gereicht. Shimada hatte zumindest in dieser Hinsicht recht. Es ist von höchster Bedeutung, dass wir mit unserer Mission Erfolg haben. Für all jene, die ein so elendiges Dasein auf der Erde fristen müssen. Solange wir unser Ziel nicht erreicht haben, stecke ich ein, was auch immer Shimada austeilt. Edge. Hey, nicht der Rede wert. Er will Ergebnisse, also liefern wir ihm Ergebnisse, bis ihm schwindelig wird. Das ist der Edge, den ich kenne. Deine positive Einstellung ist wirklich bewundernswert. Also, heute kann ich es wieder mit dem Lesen. Was macht ihr beiden? Ich habe jetzt gerade von Crow erzählt. Crow? Ja, ich finde das faszinierend. Wie ich höre, seid ihr jetzt alle drei zusammen aufgewachsen. Und er ist für euch so etwas wie ein großer Bruder. Um genau zu sein, ist er für Edge eher so etwas wie der beste Freund. Tatsächlich? Endlich weder so etwas wie ein Bruder, noch so etwas wie ein bester Freund. Vielmehr wie ein Rivale, den ich übertreffen will. Rivale, was? Nun, er hat dich immer in allem geschlagen. Fechten, Leichtathletik, Schießen. Selbst bei Schere, Stein, Papier. Natürlich musstest du jetzt all meine Niederlagen aufzählen. Nun, er hat die Auswahlprüfung der SRF als bester seiner Klasse abgeschlossen und ist der Jüngste, der es je zum Captain gebracht hat. Das allerdings ist wirklich beeindruckend. Ja, das ist es wirklich. Genau aus diesem Grund muss ich ihn übertreffen. Aha, du gibst also zu, dass er ganz schön was auf dem Kasten hat, oder nicht? Vergiss es, Remy. Ein Mann mit solch großen und vielseitigen Fertigkeiten, dass selbst Edge Respekt vor ihm hat? Ich bin mit jeder Minute mehr von deinem Freund Crow beeindruckt. Ich würde sehr gerne seine Bekanntschaft machen. Das Vergnügen wirst du früh genug haben, da bin ich mir sicher. Schließlich befinden wir uns alle auf derselben Erkundungsmission. Ich freue mich drauf. Ja, und jetzt? Ein Gespräch und alle verschwinden. Okay, er ist hier. Zusammen mit den Menschen der Erde das Sternenmeer bereisen. Davon hätte ich nicht mal zu träumen gewagt. Geschweige denn, diese Reise mit jemandem wie dir zu bestreiten, Edge. Welch eine Ehre. Ich kann dir kaum sagen, wie glücklich mich das macht. Okay, nochmal derselbe Text. So, wo ist Remy? Rück jetzt hier nochmal hin. Okay. Ah, das funktioniert jetzt. Hey, Welch! Yes, sir! Here I am! Blooming is a beautiful flower! Keep the garden shears away or I'll slap ya! You've already been contacted, right? This is our new Eldarian crewman, FaZe. What? You're just gonna ignore my joke? When did you develop such advanced ignoring skills? It's a pleasure to make your acquaintance.
I am Faye Shifa Beleth, an Eldarian. Look at this! Even the rookie is completely unfazed! You kids! I'll be damned! You could try to be at least slightly businesslike when you meet new people, Welch. What is it? It's a little late to be surprised, pal. Anyway, that's neither here nor there. So, you're one of these aliens, huh? You don't look very different from us at all. I thought you'd be all like, you know... Roar! Give me the tasty human meat! I'm sorry, Faze. She means well, I think. No, it's all right. I'm quite used to false preconceptions. Sorry, Fake. Wait, Fade, was it? Anyway, fail. It's Faze. Right, Fame. So, about that monster? Truth is, those things are actually Earthlings, you know. Earthlings? After just two more molting seasons, Edge will be turning into one of those. So be careful you don't get eaten, okay? Ta-ta for now. Come on, Welch! Are you trying to traumatize him? Just so you know, that's her idea of a joke, okay? Of course, I understand. Okay. Interface starten, Rezeptur entwickeln, Gegenstände anfertigen. Starte mal das Interface. Ooh, where'd you find that one? Nice! Sturmschneide. You feeling frisky today? Fancy free? Me too! Okay, Gegenstände anfertigen. Figure it out soon, I don't have all day. Ah, mir fehlt ein Reparaturset, das hätte ich mir kaufen sollen. Aber was soll's, dann halt eben nicht. Waffendaten zeigen schon. Ich suche trotzdem nach Remy. Da ist der Trainingsraum. Da ist sie halt nicht. Ist sie vielleicht in den Unterkünften irgendwo drinnen? Da ist sie. Was ist los, Remy? Du starrst einfach so ins All. Jedes Mal, wenn ich hier im Schiff herumsitze und nichts zu tun habe, dann fange ich an, darüber nachzudenken, wie weit wir schon gereist sind. Tja, immerhin haben wir das Sonnensystem hinter uns gelassen. Nachdem wir uns der SRF ausgewählt worden waren und den Mond betreten hatten, dachte ich, wie weit wir es schon gebracht hatten. Aber nun sind wir schon Lichtjahre weiter. Alles hier ist anders, uns völlig fremd. Wir befinden uns in Wirklichkeit in wirklich unerforschten Gebieten und aus irgendeinem Grund macht mir das Angst. Aber genau das ist unsere SRF-Mission. Wir suchen hier eine neue Welt, einen Ersatz für die Erde, nicht wahr? Genau das ist es, davor habe ich am meisten Angst. Die Zukunft aller auf der Erde hängt vom Ausgang unserer Mission ab. Wir dürfen nicht scheitern. Manchmal, wenn ich alleine bin, habe ich das Gefühl, die Last dieser Verantwortung würde mich erdrücken. Ich verstehe dich, aber ich würde mir nicht so große Sorgen darüber machen. Bitte? Niemand erwartet, dass du diese Mission alleine erfüllst. Ich bin hier, Quo ist irgendwo da draußen. Wir haben viele Freunde in der SRF. Und wir haben sogar neue Freunde gewonnen. Freunde hier draußen im All. Unerforschte Gebiete, genau dort haben wir sie gefunden. Siehst du? Wenn du die Sache so betrachtest, ist es gar nicht mehr so schlimm. Edge, lass es mich wissen. Wenn du dich einsam und traurig fühlst, ich bin für dich da, in jeder Hinsicht, okay? Danke, Edge. Ich werde daran denken. Okay, ich glaube, wenn dieses Geräusch auftaucht, habe ich einen Part erledigt, in dem es dann weitergeht, storymäßig.
Vermute ich jetzt einfach mal. Aber war bisher so. Also jedes Mal, wenn ich ein wichtiges Gespräch führe. Ah, das ist die Damentoilette. Gut. Das heißt, ich kann jetzt wahrscheinlich wieder runtergehen. Und da weitermachen. Der erste Kontakt zwischen Eldarianern und Erdbewohnern. Ja, wärst du nicht neugierig, was den ersten Kontakt zwischen deinem Heimatplaneten und außerirdischem Leben angeht? Oh ja, das habe ich mich auch schon gefragt. Ich war bei dem Ereignis selbst nicht dabei und weiß daher nicht allzu viel darüber. Aber wie ich gehört habe, war einiges recht schwierig. Es hat anscheinend etwas gedauert, die Übersetzer anzupassen. Und so war allein die Kommunikation schon schwierig. Selbst später verlief das meiste angeblich nicht ohne Schwierigkeiten. Ich weiß nicht genau, wie ich es ausdrücken soll, aber man sagt, die Menschen der Erde seien etwas misstrauisch und engstirnig gewesen. Sie hätten sich geweigert, unseren aufrichtigen Worten Gehör zu schenken. Natürlich gab es welche, die sich auf vernünftige Diskussionen einließen, aber wie es sich herausstellte, waren sie in der Minderheit. Wie dem auch sei, mittlerweile unterhalten wir gute Beziehungen. Wir Eldarianer, wie Erdbewohner, müssen denen, die uns den Weg bereitet haben, dankbar sein. Auf der Erde gibt es wirklich eine Vielzahl völlig unterschiedlicher Leute, oder es tut mir leid, dass das passiert ist, Faith. Unterschiedliche Leute. Klingt, als wären die meisten, mit denen dein Volk zu tun hatte, wie Shimada gewesen. Shimada? Oh, euer vorgesetzter Offizier, richtig? Ja, jedem gegenüber misstrauisch, unsensibel, mit anderen Worten, ein halsstarriger Trottel. Pass auf, was du sagst, Edge. Glaubst du, die anderen SRF-Mitglieder lässt ihn einfach so über ihre Vorgesetzten? Auch auf Elder gibt es Männer dieses Schlages. Unsere Planeten mögen sich unterscheiden, aber die Leute sind sich umso ähnlicher. Vor diesem Hintergrund kann ich mich nur glücklich schätzen. Ihr beiden habt mich sofort akzeptiert. Nun, was das sofort angeht, bin ich mir nicht sicher. Wie? Erinnerst du dich daran, wie wir uns auf Eos begegnet sind? Wir wurden von dieser merkwürdigen Kreatur angegriffen. Du hast auf unserer Seite gekämpft. Ja, ich weiß noch. Als wir Seite an Seite diesem Monster gegenüberstanden und ich sah, wie gut du mit der Klinge umgehen konntest, da dachte ich, diesem Kerl kannst du vertrauen. Das heißt, du hast Fes erst vertraut, als wir angegriffen wurden? Naja, wenn du es so ausdrücken willst, wie gut ich mit der Klinge umgehen konnte. Ich jedenfalls wusste sofort, dass man Fes vertrauen kann. Ach, das kann man im Nachhinein leicht behaupten. Nein, es ehrt mich, dass du mich anhand meines Schwertkampfes beurteilt hast, Edge. Wieder dieses Läuten. Und? Wieder stehen sie an Star. Vorher standen sie doch auf der Seite, oder? Kämpfen alle Eldarianer so wie du mit dem Schwert, Fes? Nein, wir trainieren je nach Talent. Um es kurz zu machen, ich habe eine Begabung für den Schwertkampf gezeigt. Natürlich benutzen viele meiner Brüder Feuerwaffen und einige untypische Eldarianer kämpfen sogar mit der Sense. Dann ist das wohl wie bei mir mit dem Bogen, den ich besser beherrsche als Feuerwaffen. Ja, so ähnlich. Übrigens, Edge, warum bevorzugst du denn eigentlich das Schwert? Wie? Sofern ich das fragen darf, würde mich das sehr interessieren. Ich würde mir gerne ein paar Aspekte deiner Schwertkunst abschauen. Es gibt keinen besonderen Grund. Nun, ich habe da ein paar traumatische Erlebnisse hinter mir. Nehmen wir die traumatischen Erlebnisse. Traumatisch? Ja, etwas, das meinem Vater passiert ist. Onkel Arnold? Mein Vater war Wissenschaftler, ein Abenteurer. Ich habe meine Mutter sehr jung verloren, bis zu meinem 6. Lebensjahr, aber haben mein Vater und ich die entferntesten Gegenden der Erde bereist. Verstehe, welch ein Glück, dass du schon von frühen Kindesbeinen an solch eine Ausbildung genießen durftest. Aber während einer dieser Reisen wurden wir von einer Biowaffe angegriffen, die noch vom Krieg übrig war. Was? Mein Vater wurde schwer verletzt und ich war der Einzige, der ihm hätte helfen können. Ich nahm seine Waffe und schoss zurück, aber ich war doch nur ein Kind. Ich konnte es halt kein einziges Mal treffen.
Als mir die Munition ausging, griff ich nach meinem Messer, fast instinktiv. Heute scheint mir das sogar noch dümmer als der Versuch mit der Kanone. Aber ich weiß nicht, es gleicht einem Wunder. Aber irgendwie habe ich das Monster in die Flucht geschlagen. Schätze, das ist der Grund, aus dem ich lieber eine Klinge als eine Feuerwaffe verwende. Letztlich konnte ich meinem Vater nicht mehr helfen, aber die Klinge rettete mir das Leben. Ich habe das Gefühl, wenn ich jemals jemanden retten kann, dann mit dem Schwert. Edge. Was? Was sollen die langen Gesichter? Das habe ich nicht gewusst. Es tut mir so leid. Nein, Riven, es ist meine Schuld. Ich war es, der Edge das gefragt hat. Keine Sorge, es macht mir nichts mehr aus. Aber ich sag's euch doch, mir geht's gut. Ehrlich, ich bin bereit. Edge. Edge. Ich schwöre bei dieser Klinge, dass ich jeden beschützen werde, der mir am Herzen liegt. Niemand soll je wieder wegen meiner Schwäche verletzt werden. Annäherung an Zielkoordinaten. Bitte auf Warp Austritt vorbereiten. Okay, das werden wir machen. Ich werde hier speichern. Aber das war's für heute. Danke fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal.